Hallo, mein Name ist Susanne Schöder und ich bin Stemming Abgeben aus Bremen. Heute möchte ich dir mal zeigen, was ich für tolle Geburtstagspost bekommen habe. Ja, ich habe sogar welche bekommen, obwohl ich dachte, es weiß ja gar keiner, dass ich Geburtstag hatte. Und welche tollen Karten das sind, das zeige ich dir sofort. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Fangen wir mal an. Diese schöne Karte habe ich von meiner Downline Kirsten bekommen. Auch eine hübsche Idee für eine Geburtstagskarte. Dann geht's weiter. Na, komm her. So eine tolle Karte habe ich bekommen. Von einer ganz lieben Kundin, von der lieben Christa. In dieser, wie heißt das? Floating Frame Technik. Siehst du das? Die sind so erhaben. So, hier. Da sieht man, dass jedes einzelne auf Dimensionals geklebt ist. Auch eine ganz tolle Idee. Vielen Dank, Christa. Diese Karte habe ich von meiner Downline Kirsten bekommen. Wir haben ganz viele Kirsten uns im Team. Auch eine sehr schöne Idee. Schöne Blümchen. Blümchen gehen bei mir ja immer. Vielen Dank. Diese tolle Karte habe ich auch von einer Kundin bekommen, von der lieben Alide. Auch toll. Mit Embossing und ja, einfach schön. So ganz anders. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Vielen Dank, Alide. Dann habe ich eine Karte. Auch mit Blümchen, auch wieder sehr schön. Auch von einer Downline von der lieben Malis. Vielen Dank dafür, Malis. Auch schön. Hier sind noch ein paar Glitzersteine extra in der Mitte. Vielen Dank. Jetzt kommt eine Wasserfallkarte von der lieben Bärbel. Ist auch eine Kundin. Und mein kleiner Muffin setzt sich so zusammen. Eine schöne Idee. Vielen lieben Dank, Bärbel. Hier ist auch eine tolle Karte mit diesem neuen, alles neu, ein neuer Prägefolder, der im Herbst-Winter-Katalog sein wird, ein neues Stempelset mit diesen tollen Gläsern. Und diese schöne Karte, die ist von der Rike, das ist auch eine von meinen Downlines. Sehr schön, Dankeschön. Und dann habe ich noch eine von der lieben Sabine, ist auch eine Kundin und drumherum ist richtig genäht und eine richtig schöne Sommerkarte. Muss ja auch sein, wenn man im Sommer Geburtstag hat. Also ich finde meine Karten super, super schön. Ich lege die hier nochmal alle so hin. Vielleicht ist auch eine Idee für dich dabei, mal etwas nachzubasteln. Dafür sind solche Sachen ja immer super. Und ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass ich so viele schöne Geburtstagspost bekommen habe, wo ich damit gar nicht gerechnet habe. Auf diesem Wege nochmal vielen Dank an alle. Bis zum nächsten Mal, eure Susanne Schöder. Tschüss.